Mit Lex Dunkelherz. Ach, das ist Spore, oder? Ja. Moinsen. Und mit Jacqueline. Hallihallo. Und mir, dem Paktopei. So, wir sind Und das hier. nicht Spore. Spore ist ein Silvari-Mädel. Okay. Immer noch auf der Karte Draconis Mons und müssen uns erstmal wieder hocharbeiten, weil wir noch keinen anderen Wegpunkt auf den bisher mitgenommen hatten. Hast du jetzt schon diese Essenz hier? Noch nicht ganz. Ah, schade. Fehlt noch. Ja. Ein Fünftel. Sag ich doch, ich habe so weit habe ich gar nicht vorgearbeitet. Dann latsche ich euch einfach mal hinterher. Du sammelst also mit Mücken. Nee, mit einer Pfeife. Ja. Du Pfeife. Ja, das ist das wirklich schlechteste Erntewerkzeug, weil das häufig nur zweimal abbaut. Wenn ich das vorher gewusst hätte. Echt? Das ist ja ätzend. Ja, das ist nicht so toll. Da können Sie mal was dran machen. Ja. Na, ich glaube, das tun die aber nicht, du. Nee, glaube ich auch nicht. Ach, hier sind die Herzen, werden auch immer wieder. Ja, aber das haben wir ja, Der. ne? Also du brauchst das Ja, nicht mehr, ne? das hier sollten wir haben, ist jetzt halt wieder nicht gefüllt. Du Aber macht Angeber mit nichts. deiner Liane, du Tarzan, hier kann man auch ganz normal mit den Füßen hoch. Nicht so richtig, glaube ich. Hab ich doch geschafft. Ich kann doch keine Liane. Ja, es geht auch alles ohne Liane, das stimmt wohl. Aber es sind teilweise extreme Umwege dann. Wartet mal, wo ist denn Sascha? Der. Ich turn hier hinten rum. Ach so. Der kommt Na gut, wir sind ja auch wahrscheinlich. am Erkunden, noch nicht am Killen. Schau mal Wo müssen wir kurz. überhaupt hin? Ziemlich weit hoch. Ach ja, zum. Also die Quest würde sagen, sucht am höchsten Punkt des Vulkans nach Balthasar. Ah ja, okay. Oh, ihr seid andere Seite gelaufen. Auf dich warten sind. Oh, Nee, Raptoren. alles in Ordnung. Wir müssen ja sowieso hier ein bisschen kämpfen und langsam vorwärts gehen, damit ich meine Erfahrung kriege. Genau. Ist Also das hier eine unerfahren. Quest, die wir machen können mit der Speerin? Also. Ja, klar. Können wir ja mal machen. Der Tod kommt von oben. Ach, das ist doch die. Letztes Mal schon. Aber die können wir ruhig mitnehmen, weil die führt uns nach oben. Bringt ein bisschen Karma. Jetzt muss ich sie bloß noch hinbringen. Aber da unten waren wir schon. Ja, okay. Alles klar. Ich könnte Hilfe beim Hüten dieser Kleinen brauchen. Was sagt ihr dazu? Ja, mach ruhig. Lauf, Uschi. Sascha, kaum hattest du das erzählt mit dem Reparieren an der Excel-Datei, hat bei mir Guild Wars gestern oder so meinen Reparaturmodus gestartet. Hatte ich noch nie vorher. Echt? Ja. Aber Warum ohne denn das Equipment. Reparaturmodus? Keine Ahnung. Also es gibt hier so eine, da kannst du so einen Trick, da kannst du eine Excel-Datei kopieren von Guild Wars und dann kannst du da Reparieren rausmachen. Und warum muss man reparieren? Ich weiß es auch nicht, bei mir war Also ich nur musste es ich. früher machen, wo es neu war, also wo es gerade rauskam, musste ich das öfters mal machen. Okay, ja, Und ich okay. habe Ich glaube, das Spiel musst du das einfach nicht machen einmal. gestartet. Dann hat der gesagt, gab Fehler beim letzten Mal runterfahren oder so, muss repariert werden. Dann hat er das gemacht und dann war gut. Und das ist automatisch von Ding. Ja. Und das kannst du auch erzwingen, das Reparieren. Habe ich mir gedacht, ja. Stimmt. In Guild Wars 1 gab es noch die klassische Option dafür. Das war dann gar nicht mehr da. Das ist richtig. So, da ist ein Steinkopf.
Oh, immerhin mal wieder ran. Kickt ihn runter, kickt ihn runter. Ja, das wäre cool, ne? Ja. Oh, hoppla. Scheiße. Und dann hoppla. So eine kleine kickt Videosequenz, runter, wie er fliegt, dann. Und wie fliegt sich's da unten? Ja, ich bin wieder da. Ja. Siehst du, ich habe jetzt Skills benutzt, ja? Und einige haben recht lang Cooldown. Und wenn ich jetzt in den Adrenalpilz reingehe, dann sind die Cooldowns sofort alle auf Null. Alter, das ist nett. Das ist sehr nett, ja, ja. Sehr netter. Sehr nettes Ding. Siehst du, ich hatte bisher gar nicht unbedingt darauf geachtet, dass die Pilze eben auch jetzt auf anderen Karten stehen. Ich habe immer gedacht, die stehen dann nur unten im. In Heart of Souls gehen, ja. Genau. Ja, auf den neuen stehen sie auch überall. Sehr schön. Also jetzt nicht in großer Masse, aber deswegen rennen auch alle durch die Geschwindigkeitspilze durch, weil du damit Eile kriegst. Ja. Hier kommen schon wieder so eine Scheißviecher. Aha. Oh, Quest halt, ne? Auch ein, zwei mehr. Die schnackt ganz schön, die Olle, ne? Naja, läuft wenigstens schnell die Beherrschung voll. Jo, da kommt man voran. Ja. Mal schön bis. Ja, wenn du Ex-Verstärker hast oder so, noch. Das habe ich leider nicht, aber nicht. Das ist bestimmt in der Bank liegen. Wahrscheinlich. In meiner gewaltigen Bank, die immer noch Standardgröße hat. Ja. So, hier ist eine Sehenswürdigkeit, die wir nicht haben, aber die ist unter uns. Die werden wir wohl jetzt nicht kriegen. Die kriegen wir mit der Story. Okay. Ach nee, das ist Kodama. Kriegen wir jetzt nicht mit der Story, aber können wir später machen. Also kann man auch von hier aus kommt man da ja recht schnell hin. Ja, ja. Also von dem unteren Wegpunkt alleine. Ja. Auch vom obersten kommt man da auch gut hin. Ist das der Fallkopf jetzt? Ich glaube ja. Ah, schön, den brauche ich noch. Den brauchst du auch noch. Ist den schon. Hatten wir doch letztes Mal gemacht. Krieg dieses Teil trotzdem, obwohl ich ja mit meinem Eli das mache, ja, ne? Ist egal, ja. Die Erfolge zählen für alle Charaktere, ne? Ja. Super. Mehr. Machen wir zuerst den kleinen Schuss? Oder? Weil der kommt, glaube ich, wieder, oder? Ah, Kill. Big Boss. Wenn die wir kleinen so gehen nur als Kollateralschaden drauf. Ja, wenn genügend Leute da sind, schon, ja. Da sind einige hier jetzt. Nicht so wie Ja, die brauchen den alle jetzt. Auch hier mal ein Hütchen. Ja, so weit, schätze ich mal. Ey, der haut aber auch rein, der Sack. Ja. Wieder rumhüpft. Jo, so. 11 Teile gesammelt. Jo, hab ich. Element des Saurier. Ja. Geil. Für was musst ihr es jetzt haben? Für Rückenteil. Es gibt hier einen Rücken, den kannst du dir, wenn du die Herzen alle ungefähr 12 Tage hintereinander abschießt, glaube ich. So eine Größenordnung ungefähr ist das. Dann kannst du den kriegen. Ja. Und der kostet an Mats aber nur. Also du musst halt immer diese Druidenfragmente kaufen. Druidensteinfragmente. An Mats kostet der aber nicht so viel. Also
ein paar geladene Magnetsteine, aber ich glaube tatsächlich nur 4 geladene Magnetsteine und das war's. Soweit bin ich noch gar nicht. Was ich bis jetzt weiß, doch, kannst du auch schon machen. Echt? Steht bei dir auch bei den Erfolgen bei. Auf jeden Fall musst du nachher die ganzen Geister anschnacken hier, so wie hier Blumen hinbringen und sowas hier, was wir letzte Woche schon geschnackt haben. Ah, okay. Ja. Dann kriegst du so einen Erfolg. Und so eine Zwerge sind da. Genau, so und das sind halt verschiedene Sammlungen und die Sascha und ich und wahrscheinlich Lucky auch sind jetzt bei der dritten. Ja. So, und danach gibt's noch eine vierte, das weiß ich noch nicht. Ich weiß auch noch nicht, ob man die schon erreichen konnte überhaupt. Also von den Tagen, seit das online ist überhaupt. Weil du ja nur 5 von diesen Fragmenten kriegen kannst, also nur einen so einen Stein pro Tag machen kann. Also im Chat stand eben, wissen die auch noch nicht. Ja, genau. Und dann gibt es einen aufgestiegenen Rücken für Umme, sozusagen. Ah, was natürlich ziemlich nice ist. Ja. Ja. So, wo müssen wir eigentlich weiter? Um ganz hoch zu kommen. Also, Höchstpunkt. Aufwind, ne? So ein Moment, also grob müssen wir mal hier hoch. Diese Essenzen benutzen. Hier müssen wir hoch. Hier ist doch. Ach ne, das ist oben. Alles klar. Nö. Wir müssen halt den Aufstieg machen. Ich folge euch einfach. Lass mich zufrieden, ey. Schnell weg. Wir müssen einfach weiter hoch. Und das geht, das sind so wie Rampen praktisch, ne, die man hochlaufen kann. Aha. Ich wäre jetzt hier in die Mitte reingesprungen in so einen Aufwind. Denkst aber, Olli kann sowas ja noch nicht benutzen. Was also für ein Aufwind? Hier ist kein Aufwind. Da vorne ist doch einer. Ach ne, der geht nicht so hoch. Nee. Also diese Essenz kann ich jetzt nutzen. Ach so. Ja, dann kannst du hier schon mal ein bisschen Porten üben. Ja, mach ich mal. Oh. Immer 3 Ladungen, ne? Dann ist verbraucht. Okay. Und du kannst dich hier auch zum Beispiel einfach an die Decke ballern. Ja. Und diese Scherben, ne? Und dann kannst du dich hoch und dann kannst du auch ganz hoch. Ups, und ich bin schon. Na, hat nicht ganz gereicht. Ah, wir scheinen uns einem. Seid ihr oben? Nee, okay. Jetzt. Na doch, eine Ladung wäre noch da. Und du kannst auch zwischendurch auffrischen. Also, wenn da gerade eine ist und du hast meinetwegen 2 verbraucht und läufst durch die durch, interagierst, dann hast du wieder 3. Okay. Ja. Jetzt habe ich gerade erstmal keine mehr. Ich glaube, ich habe euch gerade verloren, aber. Oh, da ist eine. Schauen wir kurz auf die Map. Ah, der Wegpunkt ist gar nicht so weit weg. Den sollten wir mitnehmen. Ja, genau. Vielleicht sammeln wir uns hier wieder, oder? Ja, macht nicht Sinn. Wo der anderen Rest hier rumlungert. Ich hänge hier an so eine Kletterwand fest. Ah. Pilze hier. Ja, hier kann man hier sind ja so Hüpfpilze, darüber kann man so ein bisschen Magie sammeln. Oh. Ich glaube, ich bin bald tot. Und es gibt, ist ein Daily. So, man kommt auch bei den Aufwinden hoch. Das weiß ich. Okay. Das habe ich letztes Mal getestet. Ich stelle mich mal auf so einen Pilz und warte oben. Auf den Pilz. Ja, gute Idee. Wir kommen gleich nach.
Er hat mich höher. Zu den. So, einer scheint schon hier zu sein. Also der haut mich richtig schön. Mann, da hat der extra ein Portal gestellt, dann kommst du hochgeflogen. Ja. Frechheit, ne? Ja. Ach so, das. Ja. Ich trete doch nicht einfach in komische lila wabernde Punkte rein. Manchmal ist besser, wenn man es nicht so einfach tut. Ja. Weil manchmal sind das auch Trollportale. Ja. Ich stelle mich jetzt am Anfang der Karte portieren oder so. Ja. Ja. Genau. Das ist der einzige Grund, warum ich ein Messmer spiele, um sowas zu machen. Schon wenn man das in die Luft machen könnte, kann man natürlich... Oh ja, über dem Vulkan oder so. Ja, genau. So ist jetzt eigentlich der Sascha. Wo bleibt der denn? Ey? Der fliegt da irgendwie völlig sinnfrei rum. Der hat keine Ahnung, wo der nachgeflogen. Der weiß auch gar nicht, wo er ist. So, jetzt bin ich wieder am Anfang. Na ja. Super. Wahrscheinlich hast du gut hingekriegt. Ja, jetzt nehme ich so ein Kanonenrohr. Ist doch da hinten. Da ist er. Dann bin ich jetzt mal gespannt. Schauen wir mal schön dem blauen Pünktchen da auf der Karte zu. Ja. Bin ich auch mal gespannt. Außerdem müssen wir unsere 20 Minuten voll bekommen. Ja, genau. Kriegen wir damit voll, dass wir hier dumm rumstehen. Müssen ja. Timeframes, ja. Ja, wird das Video von Faktor auf jeden Fall sehr interessant. Ja. Ich kill dann wenigstens mal ein paar Pilzsoldaten. Vielleicht. Ja, ich räume mein Inventar auf. Oh. Ich bin tot. Was ist denn da los? Hallo? Die Pilze sind aber wirklich garstig. Pilze sind immer scheiße. Ist mir jetzt Guild Wars abgeschmiert? Bei dir? Ich habe das Gefühl, ich wollte, wenn wir da auf die Option klicken. Und nächstes. Aber stehst du noch da? Beweg dich mal. Beweg mal deinen Charakter. Nee, Guild Wars ist nicht ansprechbar gerade. Ah, guck mal, wenn du da bist, dann. Geh auch wieder da. Kommen wir gleich wieder. Hoffe ich. Ein neuer Rechner läuft bei dir. Ja, natürlich. Sollte so das auch anders die sein. Die Investition hat sich gelohnt. Never change a running system oder sowas, ne? Ja. Aber gut, du hast dich nicht erinnert, hast du direkt neu gekauft. Die SSD sind mitgekommen, aber sonst. Die SSD ist nicht mitgekommen. Die ist mitgekommen. Achso, okay. Ich dachte, die ist jetzt nicht mit dem Spiel mitgekommen. Also mit der Geschwindigkeit des Spiels. Das wäre ja schon. Wo seid würde einem jetzt? Ja doch an deiner SSD zweifeln lassen, so leicht. Ach, so, ich sage, ich bin gleich mal wieder da. Also ich habe jetzt noch eine Wegmarke. Na toll. Na sehr schön. Wir warten hier gefühlt 20 Minuten auf dich. Na, wo seid ihr denn jetzt? Wenn du mit uns gelaufen, dann würdest du das wissen. Schnacke, Alter. Ja, aber du musst ja wieder den extra Weg gehen. Extra Wurst. Also ich bin jetzt hier bei dem Banditen. Ja, wir nicht. Wo seid ihr denn? Bei den Pilzen. Wo wir die ganze Zeit vor uns hin sterben. Genau. Welche Pilze? Und leider nicht die Budweiser-Pilze. Ach, da warst du wahrscheinlich noch nie, wa? Oh, ich hab das jetzt ausgelöst. Kacke. Naja, du siehst uns doch auf der Minimap, oder? Na, warte, hier schnackt gerade. Nehm ich nur mit schnell auf. Ach, jetzt macht er noch das Event alleine. Es muss doch nee, der macht wahrscheinlich schon die Story weiter. Ja, ich bin dagegen gekommen. Boah, nee, ey. Schön, dass ihr so ein Parallelstream macht. So ein Parallel-YouTube-Ding. Naja, Olli ist eh nicht da. Mal sehen, ob wir den gleich nur noch über WhatsApp hören. Twitter, direkt nach Twitter, ja. Tut mir leid, mein neuer Superrechner.
Ich hol meine alten noch aus dem Keller wieder hoch. Böser Ole eigentlich, ne? Ist ja eigentlich ist schon eine geile Sache, sich einen neuen Rechner ranzuholen, ne? Eigentlich immer ja. Ja, ja, ist schon geil. Ja, die Pilze geben irgendwie gar nichts. Und über dir irgendwas gedroppt? Ich Faktor P nur Müll. Epsilon hinein verschoben aus Ruth durch den eine Server. Und denn? Und again? Ich muss ja was beichten, ich habe leider schon meine Story angeklickt. Oh nee, tatsächlich. Ich bin dagegen gelaufen. Ja, du kannst doch wieder rausgehen aus dem Ding, oder nicht? Oder du bist gar nicht in der Instanz. Nee, also Instanz bin ich nicht. Ja, okay. Bist nur bei dem Mox da oder wieder? Ja, heißt. Genau, bei dem. So, wo sind wir denn jetzt alle? So, ich schaue gleich, wo ich denn reinkomme. Du bist wieder auf dem Pilz. Du bist da, wo du bist, wo du okay warst. Alles dann gut. Ich komme da auch wieder hoch. Du bist wahrscheinlich noch in der alten Aufnahme, oder Sascha? Ja, aber ich kann, ist bei 20 Minuten, die kann ich gleich beenden. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir da und dann machen wir gleich eine. Dann können wir hier gleich eine neue Aufnahme. Genau, auf dem Pilz. Ja.